kurz. Das ist doch Unsinn, ne? Ja, das ist Unsinn. Das müssen wir richtig stellen. Unser erster Verteidigungsansatz, den wir hier pflegen. Ja. So, damit haben wir eine schöne. Ups, raus. Ja, ja, ich weiß nicht. Das mit den Ziegen, wann die rein. Das kann die Transportziege, kann vielleicht Türen öffnen. Das kann sein, dass das die trainierte Ziege war. Volango hat den Bau nun auf 13. Das ist natürlich mächtig. Wir können auf jeden Fall uns jetzt oben zumindest halbwegs bewegen. Noch nicht perfekt. Volango und Master Richard kümmern sich hier um den Ausbau der Feste. Ja. Enrico ist hier draußen noch am Anbauen. Die geben ja alles. Im Übrigen, wir sollten vielleicht mal gucken. Da wird auf jeden Fall noch was rausgeholt. Da ist auch Kalkstein drin. Das können wir auch noch abbauen. Hier ist Lehm. Hier ist auch Kalkstein, oder? Ja. Die Musik mag gerade nicht so. Es scheint aber im Spiel zu liegen. Servira hat die Botanikfähigkeit jetzt auf 14 schon hochgetrieben. Ja, das klappt schon richtig gut hier draußen. Und der hilft gerade Enrico beim Anpflanzen von unseren neuen Johannisbeersträuchern. Ich hoffe, die schaffen es bis zum Frühjahr. In 2 Tagen gibt es hier eine fette Ernte. Ja, hier sollten nochmal ein paar Johannisbärchen eingelagert werden. Das wird wunderschön. Aktuelle Wachstumsphase. Es blüht hier auch schon die Karotte. Das ist gut. Falber, das ist unsere Kätzchen, unser Kätzchen. Das passt schon mit. Falber darf hier unten sein. Also die versorgt sich da unten mit frischem Fleisch. Die knabbert immer so an den tierischen Kadavers rum. Ne? Also das ist okay. Da haben wir keine Bauchschmerzen mit. Was haben wir denn hier? Rohes Fleisch haben wir noch 76. Ja, wir lassen jetzt mal unsere Aufgaben mal machen. Das ist schon sehr, sehr viel, was unsere Leute gerade zu tun haben. Enrico kümmert sich auch gerade hier sehr, sehr liebevoll um die ganze Kohlernte. Da müssen wir jetzt auch schauen, dass hier das ordentlich schnell nach Hause kommt. Ah ja, aus Flachs kommen Leinenstoffhaufen. Das ist natürlich sehr angenehm. Wie gesagt, unsere Aufgabe jetzt ist im Moment erstmal ein bisschen aufräumen. Wir haben sehr, sehr viel Stuff rumliegen. Wir haben auch mittlerweile so viel, dass wir es nicht mehr lagern können. Punkt Zwerg, die guten Abend von Föhr. Ey, Markus, einen ganz, ganz lieben guten Abend zurück nach Föhr. Und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag heute gehabt. Und ich hoffe, das Wetter war auch einfach besser heute bei dir. Bei uns war es tatsächlich besser. Es war anständig. Und ich hoffe, bei dir halt auch. Und vielen lieben Dank für den 7. Dankeschön. Und dafür gerne ein Ausrufezeichen Hype. So. Okay, wir brauchen... Leute, mir fällt gerade was Neues auf. Wir haben ein Riesenproblem gerade. Wir brauchen eine richtige Waffenkammer. Unsere Waffenkammer, das Zeug liegt zum Teil draußen. Das ist richtig dumm. Wir haben Lehm, ne? Lass uns mal hier hinten eine kleine Waffenkammer aufbauen. Oh ne, das ist... Warte mal, das ist saublöd da.
Das ist an der Stelle doof, weil hier ist nämlich Ressource. Wir könnten das auch hier bauen. Das wäre vielleicht auch möglich. Ich hätte das gerne aus Lehm gebaut, weil ich das irgendwie cool finde, mal mit Lehm was zu machen. Also, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt hier den Dreier-Kalksteinboden, den ich gerne von der Breite her hätte, durch. Schaut einfach nur optisch gut aus. Darum geht es mir hauptsächlich. Der Urlaub aus Fazit war super schön. Das, Markus, nichts Geringeres wünsche ich dir. Das, so muss es sein und nicht anders. Das ist die Hauptsache. So, dann bauen wir hier. Am liebsten wäre mir natürlich eine Gittertür, aber das können wir uns nicht leisten. Wir bauen eine Holztüre ein, natürlich nach innen. Können wir auch schauen, dass wir das so mittig reinbekommen. Dann kommt hier Boden rein, auch wenn möglich Kalkboden. Dann werden wir hier Treppen aus Lehm bauen. Nach oben. Treppe ist blockiert. Ah ja, warte. So, das wird unsere neue Waffenkammer werden. Sollte sie denn jemals fertig werden. Vorher haben wir noch ein, zwei Aufgaben zu erledigen. Schön Kalk kaufen. Sehr gut. Kirido, moin moin, grüß dich. So, hier oben sind wir jetzt auch tatsächlich schon fast in der Fertigstellung von unserem Haupthaus. Die überwiegende Zahl der Verteidigungsanlagen ist schon fertig. Das Dach ist schon größtenteils drauf. Also wir können jetzt 360 Grad um unseren Wohnturm herumballern. Das wird wundertoll. Ja, ich bin froh, wenn der Teil hier oben fertig ist. Dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Die gehen auch relativ zügig. Da müssen wir für Volango auch, glaube ich, jetzt erstmal eine neue Schlafstelle suchen. Und wir müssen sobald die Waffenkammer fertig ist, räumen wir das Zeug um. Und dann schließen wir auch unsere Scheunentore hier an der Seite zu. Damit wir das auch hinbekommen. Wie gesagt, hier kümmern sie sich jetzt gerade um den Ausbau. Aber das sind wirklich nur noch Kleinigkeiten. Erlösung, Plünderer. Daniel möchte zunächst geistesgestört erscheinen, war aber einfach nur vom Schrecken überwältigt. Ein bemitleidenswerter, strauchelnder Körper mit Schwielen von Fesseln und harten Schlägen eines grausamen Meisters. Daniel bettelte: Versteck mich! Ich werde sterben, wenn man mich nicht erwischt. Sidna knallte die Tür zu und ließ Daniel draußen, oder Einwohner von Zwergon beschlossen, ihm zu helfen. Was wissen wir von Daniel bis jetzt? Er ist ein glaubensloser Alchemist. Er ist ein wahnsinnig guter Mediziner. Im Nahkampf nicht überzeugend, aber zumindest irgendwie ein bisschen. Er kann sehr gut bauen
Oder zumindest ist er sehr interessiert dran. Und an Kochen ist er auch interessiert. Ein bisschen Zimmerhandwerk. Leute, wollen wir nehmen? 1 für wir schmeißen ihn raus und sagen, das ist nicht unser Problem. 2 für wir nehmen ihn als neuen Einwohner des Dorfes, der uns tatsächlich im Bau unterstützen wird. Er ist 43 Jahre alt, wiegt 60 Kilo und ist 1,51 groß. Ein richtiger Zwerg. Ja, wenn man so mag. Ihr sagt, ja, Medizin überzeugt, wir nehmen ihn. Gut, dann kommt in 21 Stunden Suchtrupp. Okay. Okay, wir werden Daniel jetzt erstmal hier in unsere Gemeinschaft einfinden lassen. Die Medizin ist natürlich überzeugend, das sagt ihr absolut korrekt. Meisterschütze ist er tatsächlich mit 4 nicht, aber es sind unsere anderen mit 14 und 10 tatsächlich schon. Ich würde ihn tatsächlich auf Jagen setzen und einen Fernkampf ausbilden. Wir brauchen mehr Bogenschützen. Bau ist natürlich seine Leidenschaft. Ja? Bauen ist sein Ding. Da werden wir ihn einsetzen. Er kann auch Botanik, das würde ich ihm auch tatsächlich lassen. Die Tierhaltung ist er nicht so gut. Da kommt er raus. Bergbau ist er auf jeden Fall drinnen. Genauso wie bei Bauen ist er auch Bergbauen gut. Pflanzenschneiden darf er machen mit seiner Botanik. Das ist die Dreierfähigkeit. Kochen ist er auch dabei. Also diesen 3 Fähigkeiten wird er sich wohl aufteilen. Dann Schmieden lassen wir mal bei ihm raus. Das muss er nicht machen. Zimmerhandwerk ist die 4. Schneidern ist die 4. Forschen ist die 4. Und Künstler ist die 4. Hausmeistertätigkeiten sowieso. Und Transport dürfte er auf 5 machen. Daniel, das ist deine Bestimmung, wenn man so möchte. Du wirst auch als Selbstversorger eingegliedert und kriegst einmal Fernkampf haben wir hier am Start. Keine Schilde bei dir. Dann eine Kappe. Alle Kleidungen und 1 Bogenschütze. So. Das ist der Plan. Kann ich noch mal ganz kurz was anderes sagen? Die Waffen, die sie wählen, die sollten sie sich selber wählen. Warum tun sie das nicht? Muss ich da noch irgendwas sagen? Haltung wird nicht eingezogen. Nee, eigentlich müssten die das selber machen. Denke ich zumindest. Ich glaube. Marendel, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und Wiggles, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Grüß dich. Irgendwas? Arbeit? Freizeit? Hey! Und Chasten, auch dir danke für dein Follow. Hi, grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Wir könnten den Leuten mal hier so versetzt Freizeit geben. Da hat jeder von unseren Leuten irgendwann mal irgendwie Freizeit. Finde ich irgendwie fair. Diese Richtung scheint tatsächlich die Haupteinfallsgeschichte zu sein. Hier kommen sehr, sehr viele Leute von unten rein. Die Wunden werden versorgt, da bin ich sicher. Servierer kümmert sich gerade um die Ernte. Und hier oben werden hoffentlich jetzt die letzten Teile gemacht werden. Servierer kümmert sich auch hier draußen um Kalkstein gerade. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Wir machen mal ganz kurz Folgendes. Das bitte nicht. Wir lassen das mal nur so lachen. Party Bert! Punkt 38, fast Zwergsalter. Und Hallöchen, ihr Zwerge. Bazitu, bitte? Halbazitu, Lafbazitu, Denzbazitu, Fehlbazitu, Atmen. Bazitu? Dankeschön, Party Bert, für 38 Monate. Vielen lieben Dank auch dir für deinen lieben Resub. 38 Monate, ey. Party Bert, du bist so ein vogelwildes Huhn, ey. Danke dir vielmals. Vielen Dank. Hat sie Bert. Du Luder. Nicht genügend Betten. Da ist noch ein kleines Problemchen, würde ich sagen, ha? Okay, wir orientieren uns jetzt mal. Wir müssen ihr Efolango auch noch hochholen. Wir machen jetzt mal nicht Wandfackeln. Wir machen Wandfackeln, so rum. Jetzt mal schnell schauen. Nee, nicht Gehege.
Feuerschale, nein, Wandfackel. Ja, das war genau die... das hat er automatisch gemacht. Ach, wie cool. Schau, wie schön der das. Dreht das dann automatisch in die richtige Richtung rum. Das ist ja toll. So, Weidenbett. Copy-pasten wir. Wie komme ich nach oben? Z war das, ne? Ja. Nee, warte mal, wie komme ich runter? X. Haben die sonst noch irgendwas in ihrer Bude drin? Nee, ne? Ist eigentlich nicht viel drin. Okay, da haben wir auf jeden Fall zwei Betten in Arbeit. Wir brauchen mehr Zeug. Unbedingt. Die Frage ist jetzt, was wir mit unseren Nahkämpfern gerade machen. Warte mal, können die vielleicht... Warte mal. Können die vielleicht unsere Nahkämpfer gerade nichts nehmen, weil unser 1-Nahkampf so exorbitant schwierig eingestellt ist? Schauen wir mal, ob sie sich jetzt am frühen Morgen mit Waffen ausrüsten. Mal schauen, was passiert. In 2 Monaten haben wir unseren Runden auf Fazitwert. Das ist aber sauer. Das ist aber lieb, du. Okay, Leute, wir werden in 10 Stunden angegriffen. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen. Wir haben halt aktuell auch keine Rüstungen am Start. Ich muss mal ganz kurz hier unsere... Warte mal, gibt es irgendeine Tätigkeit, die ich denen sagen kann? Nee, ne? Ich glaube, das machen sie einfach so. Wir müssen die Forschung nochmal im Übrigen einstellen, das ist noch nicht richtig. Dankeschön für dein Follow. Hi. Und herzlich willkommen. 8 Stunden bis zum Gefecht, Leute. Die letzten Meter hier oben werden auch noch fertig gebaut. Sollten genug Holz tatsächlich haben. In 6 Stunden kommt ein Angriff. Ich versuche gerade mal absichtlich nichts zu bauen, ne? So, hier draußen wird gegraben und so. Das müssen wir vielleicht dann auch bei Zeit mal ein bisschen einstellen oder zumindest reduzieren. Weil ich habe ein bisschen die Sorge, dass wenn wir das jetzt zu lange betreiben hier draußen, dass die direkt bei den Feinden spawnen. So. Zwei Stunden noch bis zum Kampf. Pass auf, Folango. Es ist zumindest... Die kriegen jetzt von mir mal... das ist natürlich alles fast kaputt, oder? Ja,
Volango, nimm mal das hier. Luca, nimm mal das hier. Enrico, du kriegst die Kappe jetzt auf. Ich sortiere die jetzt gerade mal ein bisschen aus. Und dann schauen wir mal, was die Leute haben. So. Jetzt, damit wenigstens jeder mal irgendeine Waffe in der Hand hat. So, jetzt sollte eigentlich, wer Daniel hat jetzt noch keine. Ja, meine Güte, dann kriegt der das Ding. Wie gesagt, das tut schon auch weh, wenn die damit zuhauen. Aber dann sind die wenigstens so ein bisschen grundsätzlich ausgerüstet. Luca. Oh, hier hinten haben wir noch einen schönen Streitkolben mit einem Schadenspunkt, ey. Mit einer Haltbarkeit noch. Dann kriegt Luca noch das Schild. So, dann ist Luca komplett ausgerüstet. Zwangsweise ausgerüstet. Das müssten Zweihand sein, ne? Zusätzlich kritische Chance auf Leitern. Sehr gut. Ja gut, das müsste so passen. Unmittelbarer, also wir kriegen den Gegner gleich rein. Verschwundenes Eigentum, gewalttätiger Erpresser, Plünderer. Der Unmensch sprach sanft, aber bedrohlich. Daniel gehört mir. Übergebt mir meinen Sklaven oder ihr werdet alle leiden. Es war ihm todernst. Wir nehmen das natürlich nicht an, ne? Also irgend so ein Kasper, der kommt und sagt, der gehört mir. Sagen wir, du spinnst wohl, schau, das Land gewinnst. Ja? So nicht, Leute. Nee. Es kommen ein wilder Marodeur, vier Marodeure und zwei Bogenschützen. Okay, Leute, let's go. Wir gehen rein da. Du bleibst standhaft und gibst den Forderungen nicht nach. Das ist ein ordentlich großer Raid, der hier reinkommt. Okay, hello there. Die kommen hier an der Seite rein. Okay, alles klar. Dann, meine lieben Liebenden, bereit machen für die Verteidigung. Alle Mann auf Gefechtsstation! Außer Richard. Warum ist Richard nicht dabei? Richard muss da hoch. Die gehen in den Angriff. Alle sind eingezogen. Die Gruppe nähert sich, alles klar. Unsere Leute brauchen eine ganze Weile, um hier oben anzukommen. Deswegen ist das gut, dass wir die schon mal hochgeschickt haben. So, also pass auf. Luca übernimmt den Eingangsbereich. Volango spießt von hinten rein, wenn es drauf ankommt. Volango, du sollst da von hinten reinspießen. So, Servierer übernimmt die Flanke hier oben. Natürlich immer im Schutze. Hier. Servierer ist bereit. Der erste Gegner kommt hier auch schon. Edmund ist da. Der Edmund. So, Enrico. Enrico spießt von der Seite, wenn es drauf ankommt. Master Richard kommt hier noch. Master Richard übernimmt die Seite hier oben an der Stelle. Damit könnten wir die... Warte mal, der geht nach vorne. Der geht nach vorne. Und Daniel darf hier auch nochmal ordentlich ranspießen, wenn es drauf ankommt. Das gibt eine ordentliche Schlägerei hier an der Türe, wenn es sein muss. Okay, die ersten sind da. Wir ziehen Servierer hier vor. Falsche Richtung. Ja, die greifen jetzt hier vorne an. Das heißt, Servierer kommt auch in die Ecke rein. Oh, der erste Treffer. Okay, dann hier auf die Bogenschützen. Richard hat was abbekommen. Boah, Richard kriegt ordentlich eingeschenkt. Erster ist down. Zweiter ist down.
Richard hat böse einstecken müssen jetzt gerade. Ein Zwerg. Fette Katze! Punktnabend. Ey, wunderschönen guten Abend. Dankeschön für 21 ganz, ganz wundervolle Monate. Fette Katze, Dankeschön. Fetzen Ausrufezeichen Hype. Entschuldigung, könnt ihr nicht schießen? Die können nicht schießen, oder was? Die können von hier oben generell nicht schießen? Okay. Oh, die sind drin! Okay, Leute, jetzt wird's wild. Hier gibt's Schlägerei an der Treppe. Servierer ballert von hinten drüber. Enrico kriegt kräftig eine ab. Warte mal kurz, ich muss Enrico nach hinten wegziehen. Wir nehmen Luca rein und wir haben den Sieg errungen. Luca hat aber auch fett eine abbekommen. Okay. Wir lassen die fliehen. Wir müssen unsere Leute jetzt erstmal versorgen. Wir haben ein paar Verletzte. Wir haben ein paar ordentlich Verletzte, das muss jetzt als allererstes mal ein bisschen gelöst werden. So, die schaut hier draußen aus. Okay. Gut, dann lass uns mal wieder ein paar Sachen aufbauen, die jetzt einfach wichtig werden. Da gehen die natürlich als erstes drauf. Das hört auch dann erst auf, wenn wir eine wirkliche Verteidigung haben. Erst dann hört das wirklich auf. Lass unsere Leute jetzt erstmal ein bisschen sich wieder erholen. Ich glaube, am schlimmsten hat es Master Richard erwischt. Wie ist denn bei ihm so? Der hat ordentlich eingesteckt. Durchtrennter Beinmuskel auch hier am Start. Was haben wir noch? Daniel, geprellte Brust, geprelltes Bein. Leichte Atemgeschichte. Geprellte Brust, durchbohrter Beinmuskel. Wie ist denn das mit den Bögen passiert, ey? Die Zinnen hätten außen ran gemusst. Kein Problem. Wir kümmern uns. Du brauchst mehr Schützen. Ja, ja, das ist der. Eigentlich war ja geplant, dass der Daniel als nächstes Bogenschütze wird. Wir haben aber keine Bögen mehr. Ich hätte auch lieber Schützen, sage ich dir, wie es ist. So, Luca macht das auch gerade. Ist Enrico gerade startklar? Dem geht es auch noch nicht ganz perfekt, aber schon deutlich okayisch. Der ist aber im Bau schlecht. Volango schläft gerade. Wir lassen das jetzt mal. Die sollen sich jetzt erstmal heute Nacht ein bisschen ausruhen. Wer treibt sich da rum? Das ist Enrico hier. Okay, alles klar. Wir lassen die mal...
Wir lassen die mal. Jetzt haben wir genug, ja. Jetzt haben wir genug Stuff tatsächlich, um Bogenschützen umzurüsten. Das ist richtig. Die Kriegsbögen sind auch ganz okay. Von den Trefferpunkten solide und schwach. Also immerhin schon was da. Eine Kapuze haben wir hier. Also wir können unsere Leute jetzt besser ausrüsten. Und zwar, warte mal kurz, Daniel. Der war fernkampfmäßig auch nicht so geil. Das ist genauso wie Nahkampf. Aber der sollte eigentlich Fernkampf werden. Wir geben ihm mal das, was er hat. Geben wir mal weg, damit er sich dann hoffentlich selbstständig ausstatten kann. Und drei Fernkämpfer ist vielleicht auch einer einfach zu viel. Haben wir irgendjemanden, der noch schützemäßig? 3, 0, 13. Du bist auch nochmal unser Fernkämpfer. Damit entsprechend kein Schild. Helm wird zur Kappe. Kappe, Kappe, Kappe. Jo. Und dann dürfst du hier die. Das war die Waffe abgeben und dürfst hier einmal Bogenschützenrüstung anlegen.